Hallo, hier ist Michael Albers von www.pastorpixel.de mit einem Photoshop-Tutorial zum Thema Zahnräder oder wie ich irgendwelche Formen kreisförmig anordne. Das müssen nicht unbedingt Zahnräder sein, das können auch Blumen sein oder Sterne oder sonst irgendwas. Ich zeige euch drei verschiedene Methoden, wie man das machen kann, in drei verschiedenen Videos. In dem ersten Video, in diesem hier, zeige ich euch, wie man das mittels Filter-Polarkoordinaten macht. In dem zweiten Videotutorial zeige ich euch, wie man das macht, indem man eine Form, eine Ebene quasi in Winkelschritten Schritt für Schritt dreht. Damit man aber nicht immer dasselbe machen muss, wird dann auch noch eine Aktion erzeugt, damit das Ganze ein bisschen flotter vonstatten geht und damit man nicht immer wieder die gleichen Arbeitsschritte ständig wiederholen muss. Und in dem dritten Videotutorial zeige ich euch noch eine andere Methode. Da wird eine Werkzeugspitze an einen Pfad ausgerichtet. Da wird also quasi ein kreisförmiger Pfad aufgezogen und die Werkzeugspitze wird eben an diesem Pfad ausgerichtet. Und bildet dadurch eben einen Kreis. Gut, soweit, so gut. In dem ersten Videotutorial, also in diesem hier, geht es um den Filter Polarkoordinaten und mit diesem Filter rollt man quasi ein Bild kreisförmig auf. So, dieses kreisförmige Aufrollen, damit ihr das besser versteht, zeige ich euch das mal an einem Beispielbild. Ich habe hier mal so ein Bild vorbereitet. Brecht euch das mal ein, wie das aussieht. Ihr seht hier so einen roten, da so einen gelben, hier unten ist eine Schrift. Und jetzt mache ich einfach mal diesen Filter, Verzerrungsfilter, Polarkoordinaten. Und jetzt sieht man quasi, wie der untere Rand, alle meine Entchen schwimmen auf dem See, diesen Kreis bildet. Ich habe das Bild doppelt. Ich habe die ursprüngliche Fassung hier nochmal daneben liegen. Ne? So sah es vorher aus. Guck mal, das war der linke Rand. Ne? Der ist jetzt da und der andere Rand ist da. Als hätte man so ein Blatt Papier, was man so aufrollt. Der Mittelpunkt ist quasi das hier. Wie so eine Tüte, wie so ein Trichter. Und diese Form hier, die sieht ja schon so fast so ein bisschen aus wie so ein Zahnrad, ne? Das hier. Und auf die Art und Weise will ich jetzt so ein Zahnrad erstellen. Ich mache mir alle Formen, die ich für das Zahnrad brauche, hier so in Schwarz-Weiß, aber gerade und rolle das Ganze dann auf. Muss man sich nur ein bisschen vorstellen können, wie das später aussehen wird, ne, was man da macht. Und das probieren wir jetzt mal aus. So, wie gesagt, das hier, dieses äußere Zahnrad, das ist ja quasi schon das, was wir hier haben. Da habe ich eine Werkzeugspitze erstellt und habe diese Werkzeugspitze dann aufgetragen. Diese Werkzeugspitze zeige ich euch auch mal eben, wie ich die gemacht habe. Ich mache mal hier ein neues Bild, 50 mal 150 Pixel. Hatte ich da 16-Bit gesagt? Ne, 8-Bit, alles klar. So, jetzt ziehe ich hier ein Rechteckwerkzeug auf. Hier wähle ich Pfade. Ziehe das hier so auf, ne? Wähle dann dieses Direktauswahlwerkzeug und umrande diese oberen beiden Punkte. Das heißt, ich wähle die oberen beiden Punkte von dem Pfad aus. Klicke dann einmal mit rechter Maustaste da drauf und sage punktefrei transformieren. Dann kriege ich hier so Anfasser. Und mit gedrückter Alt-Taste ziehe ich jetzt diese beiden Punkte zusammen. Dadurch, dass ich die Alt-Taste gedrückt habe, wird das mittig zusammengezogen, ne? Wird das mittig verkleinert. Das Ganze bestätige ich jetzt hier mit diesem Haken. Jetzt gehe ich hier in diese Pfade-Palette rein und sage hier Pfad mit Vordergrundfarbe füllen. Als Vordergrundfarbe habe ich Schwarz eingestellt.
Jetzt klicke ich einmal hier in der Farbpalette auf eine leere Stelle, damit der Pfad nicht mehr ausgewählt ist. Jetzt habe ich hier in der Ebene eine Ebene, eine Hintergrundebene mit eben diesem schwarzen, mit dieser schwarzen Form. Und jetzt sage ich Bearbeiten, Pinselvorgabe festlegen. So, das ist jetzt mein Pinsel. Jetzt mache ich eine neue Datei auch, die kann ich ja jetzt zumachen. Mache eine neue Datei auf, mach mal 1000 mal 1000 Pixel. Hintergrundfarbe, Farbmodus RGB, 8-Bit. Und wenn ich jetzt mit dieser neuen Werkzeugspitze hier so eine Linie aufziehen würde, dann sähe das so aus. Das ist natürlich nicht so prickelnd. Ich gehe jetzt auf Fensterpinsel. Das ist das hier. Also Fensterpinsel. Hier auf Pinselform. Und lege dann hier mal den Abstand fest. Machen wir hier so einen Abstand von 150 ungefähr. Der Pinsel ist auch noch ein bisschen zu groß, den mache ich mal auf die Hälfte, mache ich mal anstatt 144, mache ich mal hier 70, damit der ein bisschen kleiner wird. So, jetzt probiere ich das mal aus. Ich setze den jetzt hier genau an der Ecke an. Ja, genau da fange ich jetzt an, genau am linken Rand. Halte die Shift-Taste gedrückt. Und ziehe dann einmal nach rechts. Dadurch, dass ich die Shift-Taste gedrückt halte, habe ich eine ganz gerade Linie. Jetzt muss er hier genau am Ende aufhören und nicht hier irgendwo da in der Mitte. Sonst habe ich hinterher so eine unregelmäßige Lücke, am Ende. Ich weiß jetzt nicht, ob das da genau die Mitte ist, deswegen nehme ich einfach mal den Abstand, zu dem Anfang von dem Pinsel. So, und ziehe dann eine Hilfslinie hin. Mein Pinsel fängt da an der Stelle an, dann heißt, er muss ja auch an der Stelle aufhören. Da. Genau an der Stelle hört er dann auch auf. Da ziehe ich mir jetzt eine Hilfslinie hin. Aus dem Lineal auf die Fläche ziehen. Wenn man kein Lineal hat, geht man auf Ansicht, Einblenden, Lineale. Und dann hat man auch Lineale. Oder Einblenden Lineale, da ist das. Ansicht Lineale, da muss ein Haken hin. Ansicht Lineale. So, jetzt nehme ich mein Auswahlrechteck und ziehe hier eine Auswahl auf. Von da nach da. Bis zur Hilfslinie und sage Bild freistellen. Mit STRG D hebe ich jetzt die Auswahl auf. So, jetzt ist mein Bild aber nicht mehr quadratisch. Das ist jetzt 967 mal 1000 Pixel. Das muss aber quadratisch sein, sonst funktioniert das mit den Polarkoordinaten nicht richtig. Also gehe ich auf Bild Arbeitsfläche, mache hier den Haken mal relativ raus, dann sehe ich hier die Breite und jetzt stelle ich mir die Höhe auf den gleichen Wert ein, 967. Mit Arbeitsfläche kann man Rand hinzufügen, ich kann aber auch Rand abziehen. Hier klicke ich jetzt auf unten, damit der oben Rand abschneidet und nicht unten. Der soll oben den Rand abschneiden. Das ist immer das Bild, die Pfeile sind immer der Rand. Wenn ich Rand hinzufügen würde, würde er jetzt oben und links und rechts den Rand hinzufügen, sofern ich eine andere Breite auch hätte. So, ich klicke jetzt mal auf OK, dann sagt er, er schneidet was ab, ist alles in Ordnung, soll er ruhig machen. Jetzt habe ich 967 mal 967 Pixel. Wenn ich das jetzt mit dem Verzerrungsfilter mache, Filter, Verzerrungsfilter, Polarkoordinaten, müsste eigentlich schon sowas, ja, ne? Eigentlich habe ich jetzt hier schon so eine Art Zahnrad. Gut, mein Zahnrad braucht aber auch noch so Speichen und die mache ich jetzt. Also wir arbeiten einen Schritt zurück. Jetzt mache ich erstmal hier unten so ein Rechteck, ziehe ich erstmal so ein Rechteck auf, damit das außen schwarz wird. So, das Weiße wird mein Zahnrad. Und jetzt mache ich hier mal so ein schwarzes Rechteck mit Alt entfernen. Und jetzt sollen hier lauter so Speichen rein. Die muss ich natürlich dann wieder in Weiß machen. Ich mache mal hier die Ebenenpalette auf.
Mache mir hier eine neue Ebene und ziehe mir jetzt hier mal so ein Auswahlrechteck für so eine Speiche auf und fülle die mit Weiß, mit Steuerung entfernen. Ne? Mit Steuerung entfernen kann ich etwas mit Hintergrundfarbe füllen. Jetzt nehme ich das Verschieben-Werkzeug, Transformationssteuerung, da mache ich mal den Haken raus. Und jetzt halte ich die Alt-Taste gedrückt und verschiebe das. Dann wird automatisch eine neue Ebene erzeugt und die wird dann verschoben. Das mache ich jetzt nochmal. Alt-Taste verschieben, Alt-Taste verschieben, Alt-Taste verschieben, Alt-Taste verschieben und so weiter und so weiter. So, so. Und die letzte schiebe ich mir hier so an den Außenrand. Ja, das heißt, der muss jetzt genau hier an dem Außenrand, aber an der Seite, die man nicht sieht, da muss das anschnacken, das muss man fühlen. So, jetzt wähle ich die Ebene aus und die hier und klicke die unterste mit gedrückter Shift-Taste an, dann sind alle, die dazwischen liegen, ausgewählt. Die Hintergrundebene ist nicht ausgewählt. Ne? Nur diese Speichenebenen. Hier bin ich immer noch in meinem Verschieben-Werkzeug. Hier sage ich mal an Oberkante ausrichten und hier sage ich mal gleichmäßig verteilen an linker Kante. Und jetzt kriege ich so eine gleichmäßige Verteilung. Und dafür brauchte ich eben diese hier, die dann eben an der Außenkante genau liegt. Ne? So, die obere, die an der Außenkante liegt, die klicke ich jetzt einmal mit gedrückter Steuerungstaste an. Und die sind jetzt noch ausgewählt und da wähle ich jetzt hier Ebenen. Auf eine Ebene reduzieren, könnt ihr jetzt nicht lesen, ne? Auf eine Ebene reduzieren, kann man da drüber aufrufen. Die Ebene lösche ich mal eben, die brauche ich nicht. So, das sind meine Speichen. Ich kann mir die ja noch ein bisschen länger ziehen. Und anwenden. Und hier vielleicht noch mal so ein schwarzes Rechteck aufziehen, so. Und dann mache ich mir hier unten noch ein Loch. Und ja, das soll es gewesen sein. Jetzt verbinde ich das alles zu einer Ebene. Wähle alles aus, sage auf eine Ebene reduzieren. Und jetzt sage ich Filter, Verzerrungsfilter, Polarkoordinaten. Und siehe da, fertig ist mein Zahnrad. Gut. Damit das jetzt auch als Ebene funktioniert, mache ich mir aus diesem Schwarz-Weiß-Bild jetzt noch eine Auswahl. Das mache ich, indem ich in die Kanäle-Palette gehe. Ja, jetzt gibt es einmal die Möglichkeit, diesen blauen Kanal oder irgendeinen anderen zu duplizieren. Oder ich klicke mit gedrückter Steuerungstaste auf so einen Kanal. Dann entsteht hier so eine Auswahl in Form dieses Kanals. Brauche ich mir eigentlich gar nicht abspeichern. Mache ich jetzt hier eine neue Ebene, gehe wieder in die Ebene-Palette, mache mir eine neue Ebene, fülle das mit irgendeiner Farbe. Und fertig ist meine Ebene mit dem Zahnrad. Auswahl hebe ich mir eben auf mit Steuerung D. Hintergrund fülle ich mir mal eben mit irgendwas anderem. Oder brauche ich ja eigentlich auch nicht. Da kann ich jetzt noch einen Ebenenstiel dran machen oder was auch immer. Ne? Jedenfalls ist jetzt mein Zahnrad quasi fertig. Ne, kann ich ein Relief dran machen und Schlagschatten und so weiter und so weiter. Ein Trick vielleicht noch, ich mache das jetzt noch ein paar Mal rückgängig hier. Bevor man die Polarkoordinaten macht, mache ich noch mal einen schönen Trick. Ich wähle mal das hier komplett aus. Steuerung C. Jetzt mache ich hier einen neuen Kanal. Beziehungsweise ich
Wähle das komplett aus und kopiere das. Ne? Also Rechteck, Steuerung C. So, mit Steuerung D hebe ich die Auswahl auf. Jetzt mache ich einen neuen Kanal. Fülle den mit Weiß, mit Alt entfernen und sage Steuerung V. Ach, das funktioniert gar nicht. Warte mal, mache ich das anders? Mach das noch anders. Das ist ja mein Kanal mit den Speichen. So, ich wähle das hier aus, von da nach da und sage bearbeiten, auf eine Ebene reduziert kopieren. So, jetzt sage ich da Steuerung V. Ne? Jetzt liegt das da drin. So, jetzt mache ich Filter, Weichzeichnungsfilter, Gaußscher Weichzeichner. Und zeichne das weich. Und jetzt sage ich Bild, Korrekturen, Tonwertkorrektur und ziehe mir diese beiden Anfasser hier irgendwie zusammen. Und dann kriege ich hier so abgerundete Kanten. Ne, was weich gezeichnet wird, wird jetzt quasi wieder hart gezeichnet, indem ich mir die Anfasser hier zusammenschiebe. Je nachdem, wo man die zusammenschiebt, ne, wird das auch breiter oder schmaler. Ne? Könnte man auch noch verschiedene Varianten sich mitmachen. Ne? Je nachdem, ob man dicke oder dünne Speichen haben will. Ne? Das Weiße ist das Zahnrad. Ne? Das Schwarze sind die Lücken. So. Wende ich mal das wieder ein hier. Jetzt sage ich Steuerung A, Dach bearbeiten, auf eine Ebene reduziert kopieren, Steuerung V. Jetzt habe ich das als eine Ebene. Ne? Dann mache ich mir hier noch ein schwarzes Rechteck für das Loch. Fülle das mit Schwarz. Und jetzt sage ich hier Filter, Verzerrungsfilter, Polarkoordinaten. Ne? Dann kriege ich so ein Zahnrad, was hier so ein bisschen leicht abgerundete Ecken hat. Das nochmal so als kleiner Trick nebenbei. Das könnte ich natürlich jetzt auch hier im Nachhinein auch machen. Ne? Wenn ich jetzt hier eine Auswahl aufziehe, eine kreisförmige, so. Ne? Ich will ja nicht hier oben meine Zahnräder weichzeichnen, sondern nur das hier. Ne? Und mache jetzt hier den Weichzeichnungsfilter rein. Wie auch immer. Ne, und mache dann im Nachhinein mit Bild, Korrekturen, Tonwertkorrektur das Ganze wieder hart. So zum Beispiel. Es wird natürlich dann irgendwann auch unregelmäßig. Ne? Ne, aber so kriegt man dann schöne runde Ecken hin, ohne einen großen Aufwand. Ne? Ohne jetzt irgendwie mit Fahrtwerkzeugen das, wer weiß wie, zu formen. Gut, das soll es gewesen sein. Ne? Viel Spaß damit. Macht's gut. Euer Michael Albers in meinen anderen Videotutorials. Wie gesagt, findet ihr dann die anderen Methoden. Tschüss, macht's gut. Euer Michael Albers von www.pastorpixel.de.